Oh, alles noch ich mal. Kann Bock mehr. Auch nicht. Wollen wir das nächste Mal verschieben? Nur für den blöden Abspann, ne? Ja. Wir haben es doch fast geschafft. Vielleicht hätte ich einfach mal das Pattern abwarten sollen, einfach in ganz vielen Kreis laufen müssen mit Kazooie. Gucken, ob sie eine Pause machen. Du bist generell wenig mit Kazooie gelaufen, aber so wie das hier steht. Der Tintonato muss mir zum Sieg verhelfen. Versucht im Hagel von Grotte das Feuerbane und magischen Blitzen die vier Öffnungen am Fuß der Statue mit Eier zu verschließen. Nee, steht da nicht. Das heißt, mir fehlt ja noch ein Loch. Ja. Wobei, ich glaube, für mich sah es so aus, als würden die wieder aufgehen nach der Zeit. Die Löcher, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Bestes gegeben. Naja, mein Zweitbestes gegeben. Das Viertbeste war nicht gut. Ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein finales Video von diesem Spiel in 2 Jahren. Nix da, beim nächsten Mal. Er verhöhnt uns, jetzt ist Schluss. Halt! Ja? Wir haben noch bestimmt 2-3 Minuten. Geh mal bitte zu dem Auge von der Hexe für das letzte Puzzleteil. Wo ist denn das? Ich zeige es dir. Ein falscher Weg. Da. Ah, ich weiß wo. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Und dann beendet man das Spiel mit 2 Puzzleteilen, oder? Ja, komisch, ne? Kann man sich zu Hause an die Wand nageln. Dann haben wir wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis. Und jetzt werden die unnötig verlorenen Wabis in der zweiten Phase noch ärgerlicher, ne? Ja. Wir sind jetzt unbesiegbar, Alter. Nee. Was ist denn das hier? Wo steht der denn? Vom Bubble-Loops werden. Ja, nicht hin. Hinabgetaucht. Bin immer gespannt, ob wir das wirklich vergessen haben. Ist das richtig hier? Ich weiß es nicht genau, was dein Ziel ist. Der große Hexenhut? Ja. Dann ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Du musst nur den Ausgang finden, wo du hier reingekommen bist. In the first place. Dann kommst du beim Hexenhut raus. Auf dem Handy waren wir doch auch nicht hier. Hier bin ich eben rausgekommen, oder? Er ist auf dem Weg quasi zu Grotte das Reich, you know? Ja, ja. Ach, hier sind wir doch nicht rausgekommen, oder nicht? Aber vielleicht gibt es auch 2 Eingänge. Das ist falsch. Du musst ohne irgendwo rauskommen, wo kein Wasser schwimmt. Hier, da muss ich durch. Wo kein Wasser schwimmt. Du kannst auch mit A bremsen, wenn du mit B schnell gemacht hast, ne? Ah ja. Obwohl man mit A eigentlich auch Gas gibt. Komisch. Mit Gas geben, bremsen. Aber es ist ein langsames Gas. Hier ist doch Grundteil das Hut, oder nicht? Ja. Guck mal, ist da das Puzzleteil drin? Da musst du den Augapfel aufhacken. Den Augapfel aufhacken? Den Augapfel aufhacken. Bist du sicher? Ja. Wieso? Das steht so im Spieleführer. Du kommst aus Hamburg. Entschuldigung. Ja. Guck, er sagt Gas und nicht Gas. Gas? Ja. Habe ich gerade das Wort Gas benutzt? Wie, gib Gas? Ja. Habe ich gesagt, gib Gas? Meistens oder. Und ich sage, das heißt Gas? Wo gehst du denn hin? Das heißt Gas und du sagst, das ist ein Hamburger Ding. Gas? Und nach. Ja, ich gehe nach Hause, nicht nach Hause. Ich gehe nach Hause, ich gehe auch nach Hause. Nach.
Ja. Nee, da ist es glaube ich ein bisschen länger, oder? Minimal vielleicht. Je nach Hause. Hallo? Hause. Ich kann diesen Augapfel nicht aufhacken. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich muss da hinfliegen mit der Plattform. Es ist davor oder? Danach. Danach, siehst du? Ja. Nicht danach. Danach? Du sagst aber auch nicht danach. Da ist ja das Puzzleteil! Ja. Da muss ich nichts hacken. Da ist der Augapfel halt schon aufgehackt. Also du musst trotzdem zum Augapfel hin. Wie? Mit der Flugplattform vielleicht. Nee. Nee. Die muss ich nicht schon wieder aktivieren. Erinnerst du noch, was das für eine Kacke war? Ja. Hä, ich dachte, ihr seid jetzt mal fertig mit dem Scheiß. Ja, wir haben offensichtlich ein Puzzleteil noch nicht eingesammelt. Jetzt müsst ihr alles von vorne machen. Nein, wir haben es ja schon gefunden. Bei der Hexe von vorne, ja. Das müssen wir. Das machen wir aber heute nicht mehr. Guck mal, wie schön. Es ist der 1. Dezember und wir sind in einem Adventskalender. Okay. Wir haben einen, den noch nicht aufgenommen. Ja, stimmt. Dann wird's Zeit. Du musst direkt das Loch treffen. Ja. Nein, wieso hüpfst du raus? Das ist doch die größte Freiheit, weil ich diese dicken Schuhe anhatte. Ja. Soll ich da erstmal auf B drücken oder was? Ich wollte A drücken, damit ich auf der Plattform losspringe. Kann ich mit den Schuhen ausspringen? Nein. Aber das geht ja zu Ende, bevor die Plattform aus ist. Nein, geht's nicht. Doch, geht's. So schnell habe ich mir. Du kannst es, glaube ich, auch mit B beenden. Ja, aber da verliert Zeit. So eine Frechheit hier. Das Zeitlimit. Muss das Loch direkt treffen. Das war nicht direkt getroffen. Der dicke Mops. Mach dich doch mal weg aus dem Weg, dass er dich nicht auch gleich stört. Das dauert jetzt ein bisschen länger, dieses nicht letzte Video. Ja, danach ist Schluss. Danach ist Schluss. Für heute. Und dann können wir uns mal schon mal Gedanken machen, was das nächste neue Projekt hier wird. Wo habt ihr die Schuhe gesehen? Die da? Die hier? Ja. Die ziehen wir doch die ganze Zeit an, um schnell zu laufen. Ah, jetzt zieh die an? Na, okay. Warte. Ich dachte, die sind einfach nur so laut zum Fahrt. Nee, das sind Schnellrennschuhe. Ah, ja. Du hast die ist nicht aufgelöst. Oder doch? Doch hast du, das wäre der Polizei. Ich war doch drauf! Ich hasse das so sehr. Soll ich das mal machen? Ja. Ich habe eine Idee für ein neues Projekt. Kannst du jetzt drüber reden oder nicht? Ob ich da. Du meinst off camera? Ja. Ja. Gib hier. Nachdem man das geschafft hat einmal, sollte die einfach netterweise bleiben. Wir haben das schon mal geschafft, obwohl wir es damals schon gehasst haben. Und wer hat es damals geschafft? Weiß ich nicht mehr, dafür. Wisst ihr denn sicher, dass euch das jetzt voranbringt? Ja, ich denke, das ist das letzte Puzzleteil. Das ist da seid ihr sicher? Ja. Okay. Ja. Haben wir es sogar schon gesehen. Wir haben es schon gesehen. Kann das irgendwie eine Sekunde kriegen? Länger wäre ja schon mal ganz geil. Glaube ich nicht. Ich will schon mal einen Anfang, ne? Ist das, wie steht das da?
Du musst diese Kacke nochmal machen. Um dann 2 Puzzleteile zu bekommen. Was ist das? Bubble Glue? Mad Monster, ne? Mad Monster, ja. Nein, warte, warte, warte. Könnt ihr nur mit dem Schnabelsprung öffnen? Und es dann problemlos einsammeln. Du kannst doch vielleicht von dem Hut runterfliegen. Oder run, lass mich in Ruhe. Ja! Hervorragend. Linkes Auge. Rechts ist es. Du Gott, Scheiße! Ich wollte R drücken und habe Z drücken. Ich springe jetzt vom Hut runter. Aber hier steht nicht, das geht nicht. Du bist einfach richtig bescheuert. Das war richtig doof. Du bist einfach richtig bescheuert. Und warum soll es... Schnabelsprung könnt ihr es öffnen. Also brauchst du nicht den Sturzflug. Ich habe auch nichts von Sturzflug gesagt. Ja, du musst es tatsächlich öffnen. Das hat man eben gesehen, dass noch so eine Glasverkleidung um das Auge rum. Du musst wirklich den Augapfel zerstören. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit schon sage. Ja, der Hut ist doch viel zu breit. Wie willst du sagen? Ja, du bist so Prinzessin. Was? Hör auf! Wir haben keine Zeit mehr. Die Leute langweilen sich. Auf Toast. Das ist schon 30 Minuten, die Scheiße hier. Ja, wie sollen wir denn sonst da hinkommen, wenn ich mit der Kacke? Muss ich doch mit der Kacke dahin? Alles ist ja nicht schwer. Ich habe es ja gerade gesehen, wie es geht. Man darf einfach nicht Z drücken, das hätte ich, wissen müssen. Das war eine schlechte Entscheidung, die du getroffen hast. Dass du mir diese Information nicht mitgeteilt hast, war eine schlechte Entscheidung. Einfach ein bisschen Roulette, dass man hier gleich trifft. Gibt's das denn? Es waren wirklich 2 kleine Mini-Fehler und schon ist man so weit weg vom Erfolg. Oh, das ist ein beschissenes Scheißspiel. Grundhilda ist so abartig schwer. Stell dir vor, du hast nur 6 Farben und keine Ergänzung. Ich sag das doch nicht immer wieder. Ist doch nicht so. Jawohl! Okay, nicht zertrücken. Aber du musst die Superattacke machen, ne? Gut. Jawohl! Das sind 100 Puzzleteile. Du musst sie jetzt nochmal besiegen. Das müssen wir sowieso unabhängig davon. Das machen wir nicht jetzt. Das ist einfach das, wofür wir zu schlecht waren. Guck mal, wie clever! Es ist nur so ein Game Over und nicht mehr mit Tutti. Ja. Oder kommt es jetzt? Nehme ich an. Nee. Sehr gut, clever. Gut, Rare.